subtropische Zone, glaube ich. Das heißt, bis zu. Du hast, Chile hat 6500 Kilometer Länge. Also dementsprechend hast du 7 Klimazonen von Ausläufern der Arktis bis hin zu Atacama-Wüste, hast du von fast 100% Luftfeuchtigkeit in der Mitte bis hin zu 0% Luftfeuchtigkeit in der Atacama-Wüste bei 3000 Meter Höhe oder 3500 Meter Höhe, wo ich war. Und ich hatte von minus 9 bis 30 Grad plus alle Temperaturen, alle Klimavarianten in der Zeit, die ich da war. Krass. Wir sind sehr gespannt auf deinen Bericht. Dann gebe ich jetzt überlasse ich dir die Bühne und unseren Zuschauern wünschen wir viel Spaß dabei. So. So, seht ihr meinen Bildschirm? So. Ja, Shoot, Share und Inspire ist mein Thema heute. Die Fotografie mit Olympus ist eine Sache, die mir das Fotografieren plötzlich viel, viel einfacher gemacht hat. Ich bin mit 1,91 Größe und knapp 100 Kilo nicht das Leichtgewicht, aber wenn mein Equipment genauso schwer ist wie ich, habe ich es doppelt so schwer, wirklich ein Shooting umzusetzen. Dementsprechend gehe ich dann lieber in die Richtung und mache meine Fotografie so, dass ich flexibel bin, schnell bin, ob es in Stadtszenerien ist, ob es kreative Fotografie ist, ob es kleine Details sind oder ob es extrem Temperaturen sind. Ich habe einfach die Flexibilität, mit meinem System sehr, sehr schnell und sehr agil zu sein. Die Optionen und die Möglichkeiten, die mir das Fotografieren mit Olympus so faszinierend gemacht hat, sind, dass ich einfach wirklich extrem kompakt agieren kann. Ich bin sehr mobil mit meinem Equipment. Ich falle nicht so stark auf als Fotograf, habe aber trotzdem eine Qualität, die nachher für Kunden sehr angenehm ist und auch für größere Formate attraktiv ist, um diese zu verwenden. Diese Aufnahme zum Beispiel ist in Patagonien entstanden, an einem See, der von einem Gletscher gespeist wird, nennt sich Grey Lake. Dort hatte ich minus 9 Grad als Grundtemperatur und knapp 70 km/h Gegenwind. Dementsprechend war das nicht so einfach, mit einer normalen Kamera dort zu fotografieren. Ich habe mit der EM1X als auch EM1 Mark III oder EM5 Mark II beziehungsweise EM5 Mark III dort gearbeitet und hatte halt mit diesen drei Kameras unterschiedliche Brennweiten, unterschiedliche Flexibilität und konnte dann in dieser Extremsituation wunderbare Aufnahmen machen, ohne Objektive wechseln zu müssen, ohne Angst zu haben, dass durch Staub oder durch umherfliegende kleine Eisstückchen irgendwas passieren könnte. Die Möglichkeiten, meine Daten auch schnell zu transferieren und mit anderen zu teilen, war dann auch gegeben. Also ich habe so einen kleinen Instagram-Blog gemacht, wo ich halt gezeigt habe, wo ich gerade unterwegs bin und was ich so mache, und hatte durch die Wi-Fi-Konnektivität und die Bluetooth-Konnektivität der Kameras die Möglichkeit, schnell meine Daten auf mein Smartphone zu übertragen oder in Extremsituationen die Kamera zu bedienen, ohne dass ich sie berühren muss. Das heißt, ich habe keine Probleme mit Verwacklung oder sonstiges gehabt, sondern ich habe einfach die Möglichkeiten genutzt, die Kamera bot, mit sehr hoher Auflösung zu arbeiten, Detailaufnahmen zu machen, sehr kreativ zu sein in der Form. Hier zum Beispiel so ein Color Key, das ich dann im Smartphone schnell bearbeiten konnte, ohne großen Aufwand. Heutzutage gibt es da ja wunderschöne Apps und Möglichkeiten, das zu tun. In der Olympus Image Share App, die ich hier genutzt habe, um mit der Kamera zu kommunizieren, habe ich auch direkt schon sehr, sehr viele Optionen, meine Bilder zu filtern, kreativ zu nutzen, bestimmte Farben herauszusortieren oder mit Schwarz-Weiß in unterschiedlichsten Formen agieren zu können. Die Flexibilität in der Form, dass ich hier auch mit dem Olympus-System extreme Perspektiven erreichen kann, durch die Wi-Fi-Konnektivität, aber auch dadurch, dass ich mit dreh- und schwenkbaren Displays agiere, macht es mir auch möglich, plötzlich mal Dinge zu hervorzuheben, die im ersten Moment für den normalen Betrachter gar nicht in Betracht kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier war es so, dass ich gesehen habe, dass vor meinem Schlafzimmerfenster damals die Regentropfen wunderschön auf den Blättern waren und die Sonne kam gerade in dem Moment raus und ich hatte diesen Röntgeneffekt
und habe dann direkt mit der Kamera fotografiert. Und diese Schwarz-Weiß-Wirkung ist out of the cam, also nicht irgendwie im Nachhinein gefiltert. Und da sieht man halt wirklich diese feinen Strukturen und die Details, die von der Kamera sehr gut umgesetzt werden können. Das waren so die kreativen Faktoren, aber die grundlegenden technischen Faktoren, die sind für mich auch immer sehr wichtig. Also ich bin sehr technikaffin und nutze in verschiedensten Art und Weisen die Kameras, ob es im Studio ist, ob es Outdoor ist, ob es für Produktfotografie, Porträts. Vor kurzem habe ich angefangen, auch etwas mehr Richtung Videografie zu machen. Habe einige Musiker in meinem Freundeskreis, die ich gefilmt habe. Und da kommen mir halt die Features der Kamera sehr, sehr entgegen. Also hohe Portabilität, wie gesagt, ist gerade eben schon angesprochen worden. Bei der neuen Kamera, der EM10 Mark IV, ist es wirklich so, dass ich mit einem sehr kleinen handlichen System wunderbar arbeiten kann. Ups, wunderbar arbeiten kann und habe hier eine sehr schöne Haptik und sehr schöne Ergonomie. So, ich muss auch kurz mein Headset wieder ansetzen. Sehr schöne Ergonomie. Und das ist etwas, was bei allen Kameras mir sehr stark entgegenkommt. Selbst die EM1X, die als Schlachtschiff verschrien wird, ist für meine relativ großen Hände genial konzipiert und bietet hier auch wirklich eine extrem gute Haptik, egal ob horizontal oder vertikal, so dass ich halt wirklich sehr, sehr schnell und effektiv in allen Bereichen der Perspektive arbeiten kann. Die anderen Möglichkeiten der Fotografie sind halt einfach sehr schön. Wenn ich kleines, leichtes Equipment habe, leicht zu verstauen habe, habe ich auch die Möglichkeit, mich anders auf Situationen vorzubereiten. Ich habe einen dicken Rucksack, da sind nicht nur dann Kamera-Equipment drin, sondern da ist auch wirklich mein Tagesbedarf drin oder auch mal eine Drohne oder auch mal Video-Equipment, was ich sonst mit einer zweiten Tasche tragen müsste. Und so kann ich auch mal wirklich auf Tour gehen, wandern gehen, ohne dass es mir einen große Lastung sein kann. Also hier zum Beispiel war ich in der Atacama-Wüste früh morgens unterwegs und da sah man wirklich, wie die Sonne so langsam hochstieg und die Vulkanspitzen so gerade Licht bekommen haben. Und dementsprechend hatte ich einfach die Möglichkeit, flexibel zu sein. Ich musste nicht mit einem großen, schweren Equipment rumrennen, brauchte kein spezielles Auto, wo ich dann alles reinpacken konnte, sondern hatte hier einfach die Möglichkeit, schnell agil zu sein. Auch in städtischen Szenerien ist es vom Vorteil, wenn die Kamera nicht so groß und nicht so offensichtlich Digitalkamera ist. Also da ist zum Beispiel eins meiner Lieblingskameras, also alt, aber wunderschön. Das ist die erste MFT-Kamera von Olympus, das ist die EP1. Die habe ich vor kurzem noch neu entstanden und mit der bin ich in letzter Zeit häufiger in irgendwelchen Stadtszenerien unterwegs. Die Pen-F als leider gerade auslaufende Kamera ist dann nochmal im Designfaktor attraktiver. Die habe ich hier vorne gehabt, aber die hat mir jemand eine weggeräumt. Da habe ich einfach eine nochmal interessante Variante der, ich nenne es gerne, psychologischen Faktoren. Wenn ich mit einer großen Kamera auf eine Person zukomme, reagieren sie meistens eher verschreckt, abgelehnt oder sie flüchten oder sie sind sehr fotoaffin und fangen an mit dem Standardgrinsen. Wenn ich in so einer Szenerie wie hier in meinem Bild unterwegs bin, wo auch so eine Kamera andere Befindlichkeiten wecken kann, dann ist es vom Vorteil, wenn sie eher analog aussieht, wie zum Beispiel die EM10 Mark IV. Und wo halt ich als Fotograf ungestörter fotografieren kann oder sogar die Kamera mehr oder weniger neutral nutzen kann, ohne dass die Leute darauf extrem reagieren oder flüchten oder Geld verlangen oder sonstiges. Vorteile, die auch noch zusätzlich kommen, ist halt die Funktionalität. Also Olympus ist bekannt dafür, dass sie ein recht ausgeprägtes Menü haben, aber dieses Menü hat Gründe. Also die Ingenieure von Olympus haben sich bei jedem dieser Funktionen etwas gedacht. Und ihr als Endkunden habt auch
einen sehr, sehr großen Einfluss auf Olympus in der Entwicklungsbandbreite. Deswegen gibt es halt Kameras, die wirklich extrem robust sind, weil das immer wieder von Kunden gefragt worden ist. Deswegen gibt es extrem kompakte Kameras, die einfach super schnell und super handlich in jeder Tasche mitgetragen werden können. Deswegen gibt es ultra kleine Objektive, wie zum Beispiel hier das EZ-Objektiv, das eine Flexibilität darstellt, wo ich von 28 mm bis 84 mm arbeiten kann, ohne dass ich einen großen, schweren Block mit mir rumschleppen muss. Lichtstärke technisch okay, da geht man Kompromisse ein, aber Kompromisse sind überall im Leben. Und dementsprechend muss man sich für sich selber die Kompromisse ein bisschen abstecken. Wenn ich zum Beispiel in einer Stadt unterwegs bin, wo ich noch nicht alles kenne, das war zum Beispiel in Santiago de Chile, da bin ich einfach spazieren gewesen in einigen der Parks und plötzlich kam von oben, hinten, überall kam Wasser. Und die Situation, die ich da hatte, war, ja, hätte ich eine andere Kamera gehabt, dann wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Kamera zerstört gewesen. Ich hatte aber die einfache Option, ich kann weitermachen und kann sogar währenddessen noch filmen, also auch fotografieren. Und dadurch ergaben sich so Schwarz-Weiß-Aufnahmen wie diese hier. Dieser Filter, Schwarz-Weiß, grobkörniger Film, ist einer der Art-Filter-Effekte, die in den Kameras verbaut sind. Und selbst in den Pro-Kameras findet man diese. Ich nutze das häufiger auch bei Veranstaltungen. Wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere, biete ich dem Brautpaar gezielt bestimmte Art-Filter-Effekte an, die während ich sie fotografiere, direkt in der Kamera als JPEG entwickelt werden. Damit habe ich die Option, ich kann sofort die Bilder bei der Party nach der Trauung auf einem Beamer präsentieren, was in letzter Zeit sehr häufig von den Brautpaaren gewünscht wird. Sodass ja, Gäste, die nicht bei der Trauung direkt dabei waren, auf dem Beamer dann sehen können, wie schön die Trauung denn wirklich war. Und ich habe den Vorteil, ich habe erheblich weniger Bildbearbeitung zur Zeit, seitdem ich mit diesen Artfiltern arbeite, weil das Brautpaar findet die Bilder wunderschön und möchte sie sofort haben. What you see is what you get. Dementsprechend habe ich ja, meistens nur so 10% Bildbearbeitungszeit, wo ich vorher mindestens 120% hatte, in der Form, weil ich erstmal die RAWs entwickeln musste, damit das Brautpaar sie anschauen konnte und dann erst die endgültigen Aufnahmen bearbeiten konnte nach der Auswahl, die das Brautpaar gemacht hat. Beispiel, ich habe letztes Wochenende war trotz Corona endlich mal wieder eine Hochzeit fotografieren dürfen und das Brautpaar wollte dann alle Bilder haben. Also 500 Aufnahmen, die dann gezielt dann nochmal zu bearbeiten, ist ein Zeitaufwand, den man dann nochmal zusätzlich auf die Hochzeit kalkulieren muss. Und das konnte ich vermeiden, in der Form, dass ich sagen konnte, okay, von den 500 Aufnahmen sind ja, so 40, 50% schon gefiltert in Schwarz-Weiß oder mit einem Effektfilter oder Vintage-Look oder sonstiges oder einer selektiven Farbe. Und die Aufnahmen habe ich direkt schon fertig. Und wenn zum Beispiel bei einer Aufnahme, die Schwarz-Weiß fotografiert worden ist, dann doch ein Farbbild gemacht werden soll, dann habe ich das RAW-Bild und kann es immer noch entwickeln. Damit ist noch mehr Flexibilität ermöglicht worden und ich kann wirklich sehr schnell und aktiv agieren. Diese Aufnahme hier ist entstanden, da war ich mit einem Kollegen unterwegs in der Stadt und wir haben gerade die EM5 Mark III ausprobiert und ich fand einfach diese Treppe sehr interessant und die Menschenkette, die da hinten saß, auch. Aber das war in dem Zeitraum, wo DSGVO gerade sehr ja, aktiv spruchreif war und dementsprechend hatte ich die Problematik, ich müsste eigentlich jeden, der da sitzt, bevor ich das Bild gemacht habe, fragen, ob ich darf oder nicht. Und ich bin einfach hingegangen und habe sehr offensichtlich fotografiert, habe mich kurz vorgestellt zu allen Personen und habe dann gesagt, so, keine Angst, ich werde Ihre Gesichter verfremden, aber ich mache jetzt hier gerade eine Aufnahme. Und alle waren soweit in Ordnung damit und ich habe ein paar Visitenkarten noch losgeworden, bin ich losgeworden und dementsprechend war das ein ja, Geben und Nehmen für beide. Und ein, zwei von diesen Gästen, beziehungsweise das Restaurant, hatte dann auch Interesse an dem Bild. Und naja, so kann man auch neue Kunden akquirieren. Möglichkeiten, ein Bild zu komponieren und Möglichkeiten, sich auf ein Motiv zu konzentrieren, ist ja nicht immer der Fall. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die sich sehr schnell ändern. Und das ist zum Beispiel hier Bewegung.
Bei Olympus-Kameras ist das Autofocus-Tracking extrem weiterentwickelt worden, in der Form, dass bei den EM1-Modellen bis zu 18 Bilder pro Sekunde mit Continuous Autofocus getrackt werden können, sodass ich halt wirklich schnellste Bewegung wunderbar aufnehmen kann und mir daraus aus dieser Sequenz das beste Motiv herausziehen kann. Damit habe ich eine sehr schöne Flexibilität und kann wirklich meine Motive extrem schön gestalten. Ob ich jetzt eine Libelle in der Luft fotografiere oder Sportaufnahmen mache oder einen Vogel in der Luft oder im Wildlife-Bereich im Allgemeinen. Oder ich fotografiere einen Sportler, der gerade mit seinem Mountainbike Downhill fährt oder sonstiges. Ich habe hier einfach eine sehr schnelle und sehr effektive Kameratechnik, die mir dabei hilft, das umzusetzen. Bei schwierigen Motivgattungen, wie zum Beispiel Mehrfachbelichtung oder Langzeitbelichtung oder Focus-Stacking, da bietet Olympus sehr, sehr viele Automatismen, aber auch sehr viele Unterstützung. Ich habe die Möglichkeit, wie man hier in dieser Tabelle sieht, bei Live Composite bis zu 6 Stunden zu belichten, ohne dass mein Motiv überbelichtet. Beispiel: Ich habe eine Stadtszenerie, in der Gebäude beleuchtet sind. Wenn ich die mit einer normalen Langzeitbelichtung fotografieren wollen würde, dann hätte ich maximal eine halbe Stunde und dann wäre wahrscheinlich das Bild schon überbelichtet, weil die Lichtmenge, die in das Bild oder auf das Bild auf den Sensor auftrifft, ist dann zu groß und die Kamera ist zu lichtempfindlich, um das wirklich umzusetzen. Alternativ wäre natürlich ND-Filter, aber die hat man nicht immer dabei. Bei Live Composite ist es ideal für Nachtaufnahmen. Ich habe also die Möglichkeit, wirklich 6 Stunden belichten zu können, kann also dementsprechend die Erdrotation plötzlich zeigen. Die Sterne sind in der Bewegung und die Erde, also alles, was auf der Erde fotografiert ist, ist statisch. Und dementsprechend habe ich wunderschöne Rotationsmotive und wunderschöne Objekte, die ich in Szene setzen kann. Und wenn ich irgendwas sehr Dunkles im Motiv habe, kann ich das einfach mit einer Taschenlampe aufhellen, ohne dass ich irgendwelche Lichtspuren im Bild mache und kann alles sogar über Smartphone steuern. Das heißt, ich brauche die Kamera noch nicht mehr berühren, um diese Aufnahmen gestalten zu können. Dazu gibt es noch den High Resolution Mode, einer von Olympus Funktionen, die wirklich auch für Furore gesorgt haben, wo einige andere Hersteller jetzt auch mit ins Boot gestiegen sind. Ich habe die Möglichkeit, die physikalische Auflösung von 20 Megapixel des Sensors der EM1er-Serie auf 80 Megapixel RAW-Dateien zu erweitern oder auf 50 Megapixel JPEG zu erweitern. Dieses Hi-Res ist sogar so weiterentwickelt worden, dass es mit unserem Image-Stabilisator gekoppelt ist. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, aus der Hand diese Aufnahme zu machen und kann 50 Megapixel RAW- oder JPEG-Dateien aus der Hand fotografieren, wo sonst eigentlich nur ein Stativ möglich war. Das geht so weit, dass man damit sogar Porträts machen kann, weil es, wenn man genug Licht hat, in einer 60. Sekunde ohne weiteres umgesetzt werden kann. Das nächste ist Lifetime. Das wäre die Langzeitbelichtung, die regulär bei jeder Kamera unter Bulb zu finden ist. Allerdings habe ich sie live. Ich kann also sehen, wie das Bild langsam entwickelt wird und kann selbst entscheiden, ob meine Belichtung ideal ist oder ob ich noch länger belichten möchte. Lifetime bietet mir da eine sehr schöne Struktur. Ich kann die Zwischenergebnisse in ihrem Intervall selber definieren, kann mir also sagen, okay, ich belichte jetzt 1 Minute oder ich belichte jetzt 30 Minuten und kann mir dann bis zu 24 Zwischenergebnisse in dieser Zeit anzeigen lassen und habe die Möglichkeit dann selbst zu entscheiden, passt es. Ich kann sogar das Histogramm mit einblenden und kann mir da nochmal die technischen Informationen über meine Tonwertdarstellung mit einblenden und habe dann volle Kontrolle über diese Langzeitbelichtung. Keystone-Korrektur für die Architekturfotografen und Landschaftsfotografen, sehr schönes Feature. Wir haben sehr viele Architekturfotografen, die mit unserem System arbeiten und scouten gehen. Also eine Reise in bestimmte Örtlichkeiten machen, dann mit der kleinen Kamera unterwegs sind und mit Brennweitenumrechnung erkennen können, mit welcher Brennweite sie nachher mit der Fachkamera ihre Architekturaufnahmen machen können. Der Vorteil an der Keystone-Korrektur ist, ich habe sie live. Und bei der EM1er-Serie und EM5er-Serie habe ich die Möglichkeit, sogar die Wirkung der Keystone-Korrektur, ob vertikal oder horizontal, direkt in der Kamera einzustellen, in beiden Achsen. Ich kann also Gebäude seitlich
wieder korrigieren und ich kann Gebäude, die mit stürzenden Linien ausgestattet sind, wieder gerade rücken und das direkt in der Kamera. Das wird auf die JPEGs angewendet, nicht auf die RAWs. Der Vorteil, dass ich es live anwenden kann, ist, dass ich gezielt sehen kann, mit welcher Distanz muss ich zum Gebäude sein, mit welcher Brennweite kann ich dieses Motiv gestalten und inwiefern brauche ich dann gegebenenfalls neues Equipment oder muss ich Genehmigung haben beim Nachbarn des Gebäudes, was ich fotografiere, auf das Gelände zu kommen, um effektiv das Gebäude ideal darzustellen. Mehrfachbelichtungen ist eine kreative Geschichte, die aus der analogen Fotografie kommt und da haben wir die Möglichkeit mit drei Frames in der Kamera direkt kreativ zu sein, um halt wirklich besondere Situationen nochmal interessanter gestalten zu können. Ich habe ein, zwei Aufnahmen, die ich euch gleich zeigen kann. Belichtungsbracketing, das ist eine Sache, die seit der Dia-Fotografie sehr beliebt ist bei professionellen Fotografen. Ich habe schnell die Möglichkeit, eine kleine Sequenz zu fotografieren, wo die Blende wechselt oder wo die ISO wechselt oder wo der Blitz wechselt oder wo die Weißabgleichvariante wechselt und. Da hat man sehr schöne Möglichkeiten, alles umzusetzen und das bietet die Kamera automatisiert. HDR ist auch so eine Bracketing-Variante, so ein ja, Derivat aus Bracketing. Hier entwickelt die Kamera automatisch intern bis zu fünf Bilder zu einem, wo die Dynamik des gesamten Motivs einfach höher ist als das, was ein Einzelmotiv darstellen könnte. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, wirklich wunderschöne Landschaftsaufnahmen zu machen und habe da gezielt die Schatten als auch die Lichter noch mit Struktur versehen. Focus Stacking ist eine Funktion, die für Makrofotografen als auch für Landschaftsfotografen eine wunderschöne Geschichte ist. Wenn ich kleine Details mit sehr offener Blende fotografieren möchte, habe ich meistens nur einen extrem schmalen Schärfegrad auf kurze Distanz und habe hier in der Kamera bis zu 15 Bilder, die ich zusammensetzen kann. Und das bietet mir einfach die Möglichkeit, mit einer offenen Blende, wie zum Beispiel einer 2,8er Lichtstärke beim 60er Makro von Olympus, da habe ich eine sehr schöne Schärfeleistung, offenblendig und kann die Möglichkeit trotzdem dann einen viel größeren Schärfegrad zu generieren, um mein Motiv richtig schön in Szene zu setzen. Der Vorteil bei einem gesteckten Bild ist, dass ich, obwohl ich einen größeren Schärfegrad habe, der nicht durch die Blende entstanden ist, habe ich trotzdem einen abrupten Abbruch. Das heißt, die Schärfeleistung und Schärfekante ist sehr dominant. Und ich kann also wirklich den Fokus für den Betrachter gezielt auf das Hauptmotiv lenken und habe nicht durch irgendwelche Verläufe dann nochmal eine Veränderung dieser Situation. Der elektronische Verschluss ist eines der Faktoren, die ich wirklich extrem zu schätzen gelernt habe. Viele der Funktionen, die ich gerade eben aufgeführt habe, sind erst durch den elektronischen Verschluss möglich geworden. Und bei der EM1er-Serie beziehungsweise bei der OMD-Serie im Allgemeinen ist der elektronische Verschluss so aufgebaut, dass er bis zu einer 32.000stel Verschlusszeit erreichen kann und lautlos ist. Das Einzige, was sich dann noch bewegt, ist je nachdem, welches Objektiv ich habe, die Blende. Aber ich kann wirklich komplett ohne Erschütterung bis auf die Blende Aufnahmen machen und habe wirklich sehr, sehr feine Details, ob es bei der Astrofotografie ist, ob es bei Landschaftsaufnahmen ist, ob es bei Makro ist. In vielen verschiedenen Bandbreiten kann ich das nutzen. Und das macht mir plötzlich auch bei der Eventfotografie vieles möglich. Wenn ich mit großen Brennweiten unterwegs bin und zum Beispiel in der Kirche fotografiere oder vor kurzem gab es mal ein Jazzkonzert, dann ist es eher störend, wenn man die ganze Zeit einen Spiegelschlag oder den Verschluss hört, auch wenn er bei Olympus-Kamera sehr, sehr leise ist. Beim Spiegelschlag, den haben wir komplett vermieden, aufgrund der Tatsache, weil wir Systemkameras haben. Aber der Verschluss kann manchmal nervig sein. Und dementsprechend mit dem elektronischen habe ich dann bis zu 60 Bilder pro Sekunde, die die Kameras aufnehmen können und habe die Möglichkeit, halt wirklich sehr, sehr genau und effektiv arbeiten zu können mit sehr kurzen Verschlusszeiten, was auch bei Tierfotografie oder bei Aufnahmen funktioniert, wo zum Beispiel ja, die Zeit ein wichtiger Faktor ist, weil der menschliche Zeitverzögerungsfaktor natürlich auch gilt. So, das hier zum Beispiel ist eine Aufnahme, das ist eine der Mehrfachbelichtungen, die ich gerade eben angesprochen habe. Und da kann ich wirklich sehr kreativ arbeiten. Der Mond war in Wirklichkeit bei dieser Aufnahme vom Gebäude gegenüber. Und ich wollte den aber mit ins Bild reinholen, unter anderem, weil das Flugzeug, was jetzt gerade von unten nach oben unter dem Mond durchstartet, für mich als Einzelmotiv
zu uninteressant war. Es war einfach zu klein, als dass es ein dominantes Element des Bildes sein konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss noch irgendwas Interessantes dazu. Habe ich einfach umgedreht mit der Mehrfachbelichtungseinstellung, direkt fotografiert. Ich hätte aber auch im Nachhinein in der Kamera allerdings zwei RAW-Bilder miteinander verknüpfen können. Und dementsprechend ist dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum möglich. Auch, wie gesagt, die Artfilter-Effekte, die ich gerade eben schon angesprochen hatte, die machen Kreativität plötzlich so schnell und so einfach möglich, dass man dann ja, fast gar keinen Laptop mehr braucht oder nicht mal unbedingt sein Smartphone braucht, um plötzlich besondere Bilder zu gestalten. Alle diese Filter sind nämlich auch im Video nutzbar. Und das, wer schon mal ein Video regulär gefilmt hat und dann versucht hat, da einen speziellen Stil reinzubringen, spezielle Farbdarstellung reinzubringen, der weiß, dass es mit sehr viel Rechenleistung zu tun hat, weil jedes einzelne Bild verändert werden muss. Und hier bei Olympus ist es so, dass selbst die kleinen Kameras das direkt intern können und ich kann mit 4K filmen, ohne dass ich große Probleme habe und habe diese Effektfilter mit integriert. Und da gibt es eine sehr schöne Bandbreite. Also ob es jetzt dieser grobkörnige Schwarz-Weiß-Film ist, den ich gerade eben schon in Santiago de Chile genutzt habe, oder ein Instant-Film, das aussieht wie wie Sofortbildmotive, Cross-Bilder, also Cross-Entwicklung, kennt man aus der Dia-Fotografie, wenn man Dias im Negativ entwickelt hat, sodass die halt wirklich dann plötzlich diesen Grünstich hatten, wenn man sie auf Papier gebracht hat. Sepia, dramatischer Ton, einer meiner Lieblingsfilter in Schwarz-Weiß. Keyline, da habe ich die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen mit verschiedenen Effekten. Watercolor, also mit Gemäldeeffekten kann man sehr gut arbeiten. Selektive Farbton, Keystone oder Pictures, da wo eine Farbe sehr prägnant ist und alles andere schwarz-weiß. Pop-Art, wo alle Farben prägnanter sind. Vintage-Look, seit Instagram nicht mehr wegzudenken. Soft-Focus, wenn man ein bisschen romantischere Aufnahmen machen möchte, aller 70er Jahre. Weiches Licht und blasse Farben, da habe ich einfach auch nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen meine starken Kontraste zu brechen. Pinhole, da habe ich eine Möglichkeit, Lochkamera-Effekte zu erzielen, mit einer relativ offenen Blende, einer geschlossenen Blende, mit der großen Schärfeebene zu spielen und Diorama, wenn ich möchte, dass es aussieht, als ob es eine Miniaturwelt wäre. Wunderschön direkt in der Kamera nutzbar, sofort erkennbar, im Video verwendbar. Und jedes dieser Artfilter hat auch nochmal ein paar spezielle Eigenheiten, wenn ich zum Beispiel filme. Bei Diorama als Beispiel ist mein Bild oder mein Film dann plötzlich in Zeitraffer aufgenommen, nicht in Realzeit. Sodass ich dann auch mal ja, interessante Zwischensequenzen bei einer Präsentation machen kann, als Beispiel. Schnell gefiltert, Besonderheiten hervorgehoben, kleine Details besonders belichtet oder hier farblich korrigiert. Ihr habt die volle Bandbreite und Möglichkeiten mit den Kameras. Und das macht mir einfach das Fotografieren mit den Kameras viel, mega viel Spaß. Und ihr merkt selber, ich bin sehr ja, enthusiastisch, was das betrifft. Hier war ich zum Beispiel letztes Jahr in Prag und bin einfach mit einer kleinen EM5 Mark II unterwegs gewesen und habe Fotos gemacht, wo andere Leute ihre Kamera eher nicht auspacken würden. Und sind plötzlich Aufnahmen entstanden, die einfach mega Spaß machen. Oder in extremen Witterungssituationen. Es hat extrem geschüttet. Ich habe mich unter Bäume versteckt und habe dann plötzlich gesehen, dass ein paar Äste wirklich wunderschöne Wasserperlen hatten. Habe meine Kamera dann doch rausgeholt und alle Leute, die um mich herum standen und auch versucht haben, sich vor dem Regen zu schützen, guckten mich nur an, während ich im Regen stand und diese Aufnahmen gemacht habe. Das ist das Schöne. Also ich habe Filtermöglichkeiten, ich habe Effekte. Einer der neuesten Effekte ist hier Sofortbildeffekt, also aller ja, Sofortbildkameras, die Bilder direkt rausspucken. Ich habe aber auch genauso die Möglichkeit, gezielt schöne Details aufzunehmen und da die Farben ein bisschen poppen zu lassen. Das Schöne an den Objektiven bei Olympus ist, dass sie eine sehr, sehr kurze Naheinstellgrenze haben und dementsprechend auch bei sehr großen Telebrennweiten, wie zum Beispiel unserem neuen 100-400er, plötzlich diese Tele-Makro-Optionen bieten. Also dieses Objektiv hat eine Einstellgrenze von 1,30 Meter und bietet bei 800 mm äquivalent zu Kleinbild plötzlich die Möglichkeit, extremste Details hervorzuheben. Aufnahmen wie hier, da habe ich mit dem HDR gespielt und das Bild nachher im Rechner noch ein bisschen umgewandelt. Da habe ich einfach eine schöne Bandbreite und Möglichkeiten. Wer also viel reist und
kreativ sein möchte, hat mit unserem System sehr, sehr große Bandbreite, das zu tun. Und da bietet sich auch an, Olympus hat zum Beispiel eine Test-and-War-Aktion. Das ist eine Internetseite von Olympus, wo ihr eine Kamera mieten könntet. Ihr zahlt eine Kaution, aber die bekommt ihr zu 100% zurück, also ist mehr oder weniger kostenfrei. Und ihr könnt eine Kamera als auch Objektive mal für ein Wochenende testen. Was ja, für viele wirklich ein sehr attraktives Angebot ist, weil im Laden ist es mal schön, was anzufassen und auch mal rauszugehen. Bei Hausmessen, wie zum Beispiel hier bei Calumet, hat man die Möglichkeit, das sehr gut zu tun, aber sich bewusst mal mit eigenen Motiven zu beschäftigen, sich mal Zeit zu nehmen über ein Wochenende, von einem Freitag bis auf einen Montag mit dem Equipment zu beschäftigen und ohne dann wirklich einen großen Kostenfaktor mit einplanen zu müssen, habe ich die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Wenn ich also unterwegs bin und mal schnell was machen möchte, bietet sich das sehr gut an. Was wir auch noch anbieten, ist unsere Möglichkeit, dass wir in der Kamera direkt mit einer Powerbank laden können. Bei der EM1 Mark III und EM1X ist es sogar so, dass ich mit einer Powerbank die Power Delivery bietet, also die direkte Speisung von Strom, nicht nur zum Laden, kann ich die Kamera sogar komplett bedienen und komplett mit betreiben. Hat Vorteile in extremsten Situationen. Ein Beispiel, wir haben einen unserer Fotografen in der Arktis gehabt mit der EM1X und der hatte wie seine anderen Mitreisenden immer wieder das Problem, dass die Batterien zu schwach wurden aufgrund der niedrigen Temperaturen. Was hat er gemacht? Er hat die Powerbank genommen, sie in seine Brusttasche reingesteckt und mit dem USB-Kabel, was von Olympus mitgeliefert wird, hat er das USB-Kabel in seinem Ärmel rausbaumeln lassen und jedes Mal, wenn er gemerkt hat, okay, die Leistung meiner Kamera nimmt gerade ab, aber ich möchte weiter fotografieren, ist einfach hingegangen und hat mit USB-C-Schnittstelle einfach hier seine Kamera kurz mal wieder mit Energie versorgt oder ist konsequent mit dieser Energiespeisung unterwegs gewesen. Hat den Vorteil, die Powerbank wird nicht kalt aufgrund der Tatsache, weil sie in der Jacke war und die komplette Bedienbarkeit der Kamera war gewährleistet und er konnte Aufnahmen machen, wo andere Kollegen dann ja meistens eher durch ihre eigene Unterkühlung dann Probleme bekommen haben. Aber hier war sogar Aufnahmen möglich, wo die Powerbank dann im Warmen war, mit einem USB-Kabel, die Kamera allerdings draußen und dann die Nachtaufnahmen bis zu 6 Stunden mit dem Live Composite gemacht werden konnten. Erweiterbare Konnektivität, wie gesagt, gerade eben schon angedeutet. Ich habe mit Wi-Fi-Konnektivität alle Bandbreiten und Möglichkeiten zu arbeiten. Und bei der EM1er-Serie, also EM1 Mark III, als auch EM1X, habe ich sogar Wi-Fi-Konnektivität mit einem Laptop. Das heißt, ich kann tethern über meinen Laptop, kann die Kamera gänzlich bedienen. Und das ist eine sehr schöne Sache, wenn ich zum Beispiel viele Produktfotos machen möchte. Wenn ich Makro fotografiere und Stacking will und sowas, dann kann ich viel genauer mein Motiv definieren, kann die Schärfe genau setzen und habe mit der Capture-Software von Olympus, die kostenfrei für euch zur Verfügung gestellt wird, die Möglichkeit, genau das zu tun. Und testet es mal aus. Ihr bekommt, wenn ihr ein Gehäuse besitzt, diese Software kostenfrei auf der Internetseite. Ihr müsst einfach nur eure Seriennummer kurz angeben und dann könnt ihr das runterladen und ihr werdet es lieben lernen. Also alle Möglichkeiten der Kamera sind da integriert. Ich habe die Möglichkeit, millimetergenau meinen Fokus zu setzen. Ich habe die Möglichkeit, ein Live-View zu verwenden. Ich habe die Möglichkeit, auch über andere Monitore das zu projizieren, sodass, wenn ich einen Kunden habe, dieser Kunde diese Information sofort bekommen kann. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, damit zu streamen. Ich arbeite jetzt gerade hier als Webcam mit der EM1 Mark III und habe die Möglichkeit, hier eine relativ gute Bildqualität sehr schnell gut umzusetzen. Fernbedienbarkeit, wie gesagt, Import von Bildern, Steuerung der Kamera, alles ist damit möglich und damit bietet sich eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Smartphone als Steuersystem unterwegs bin, habe ich in der neuen OES-App, die kann man immer mal wieder updaten, die Möglichkeit, wunderbar Makroaufnahmen zu machen oder hier, das ist eine Aufnahme mit dem 100-400er gewesen, mit einem Stativ aufgebaut. Die Libelle hat sich immer wieder auf eine bestimmte Blüte gesetzt oder eine bestimmte Pflanze gesetzt. Und da habe ich die Kamera so aufgebaut, dass sie da richtig hinjustiert hat und habe abgewartet, bis die Libelle sich wieder hingesetzt hat. Wäre ich dann noch näher rangegangen, dann wäre die Libelle gar nicht dahin gekommen. Und damit habe ich die Möglichkeit sogar zu stacken, selbst mit dem großen Objektiv. Also
alle Pro-Objektive als auch gezielt ausgewählte Normalobjektive, Standardobjektive von Olympus sind Focus-Stacking-fähig. Die Ansteuerung über die OIS-App ist ganz einfach. Über Wi-Fi oder Bluetooth, je nach Kameragattung. Bei der EM10 Mark IV ist es Wi-Fi und Bluetooth identisch. Bei der EM1 Mark III auch, bei der EM1X auch. Bei der EM5 Mark III hat man es auch mit drin. Bei älteren Geräten habe ich nur Wi-Fi als Steuersystem. Aber die Möglichkeiten da sind immens. Ob es jetzt die einfache Ansteuerung ist, die ja das direkte Auslösen. Ich habe die Möglichkeit, mit LiveView zu arbeiten. Das heißt, meine Kamera kann ein paar Meter weit entfernt sein und ich kann trotzdem mit ihr arbeiten. Und ich sehe das Live-Bild, kann die Blende steuern, kann die Weißabgleich steuern, kann die ISO steuern, kann die Brennweite je nach Objektiv, also das kleine EZ-Objektiv hier, kann auch über die App mit der Brennweite justiert werden. Und damit bieten sich plötzlich neue Motive an. Also ein Beispiel, in der Zeit, wo Drohnen noch nicht bezahlbar waren, beziehungsweise jetzt ist das Drohnenfliegen nicht überall erlaubt, nutze ich bei Hochzeiten, wenn ich keine Möglichkeit habe, Gruppenaufnahmen irgendwie gestaffelt aufzubauen, mit einem Hochstativ, das knapp 7 Meter Höhe geht. Und da montiere ich die Kamera in 45-Grad-Winkel drauf, habe die Wi-Fi-Konnektivität und kann plötzlich Gruppenaufnahmen aus dieser Distanz machen. 10 Meter sind kein Problem gewesen bis dato. Und ich habe plötzlich eine Vogelperspektive, ohne den großen Aufwand einer Drohne und sonstiges zu betreiben und ohne Fluggenehmigung oder sonst was. Was ihr hier jetzt gerade eingeblendet seht, ist der rote Button. Das ist eine neue Funktion. Wenn ihr Light Painting machen wollt, also im Bild malen wollt mit Licht bei Live Composite, habt ihr die Möglichkeit, mit dem roten Button mit dem Smartphone durch das Bild zu laufen, ohne dass es irgendwelche Lichtspuren, die zu dominant sind, zeigt. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Kamera trotzdem zu bedienen. Und während ich zum Beispiel zeichne oder male, habe ich dann sehr schöne Optionen. Ich sehe das Bild live. Und wenn ich das auf Live View eingeschaltet habe, und wenn ich hier den Button habe, dann habe ich kein Live-Bild, aber ich habe die volle Kontrolle über die Kamera. Aufnahmen, wie hier zum Beispiel, Street-Situation, wo es halt wirklich mal mieses Wetter wird. Die wenigsten Leute fotografieren bei solcher Wettersituation. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, das zu tun. Und bin unterwegs gewesen in München und habe dann einfach ein paar Aufnahmen gemacht. Musste mich nicht ständig irgendwo unterstellen und meine Kamera säubern und dann gucken, dass ich bevor ich das Objektiv wechsle oder so. Ich hatte einfach die Flexibilität, auch mit schönen Reise-Zoom-Objektiven zu arbeiten. Eins davon ist unser 12 bis 200 mm Objektiv, auch Spritzwasser staubresistent. Das macht einem plötzlich so Street-Geschichten extrem flexibel und ist immer noch sehr kompakt, dass man nicht unbedingt von den Passanten komisch angeguckt wird. Wer im Studio arbeiten möchte, der hat auch nochmal die riesige Flexibilität, was Blitze betrifft. Olympus hat vor kurzem ein Funkblitzsystem auf den Markt gebracht, mit dem man unterschiedlichste Blitze steuern kann, in verschiedenen Gruppen steuern kann, bis zu 32 Kanäle nutzen kann, um halt wirklich gezielt auch mal ein Lichtsetting Outdoor zu nutzen oder einfach flexibel mal im Makro zu arbeiten, mit einem Zangenblitz, mit einem Hauptblitz, mit dem man die Grundbeleuchtung machen kann. Oder. Also im Unterwasserbereich funktioniert es nicht, weil Funk da schluckt, aber selbst für Unterwasser hat Olympus ein sehr großes Sortiment an Unterwassergrößen für gezielt die Pro-Kameras als auch Objektive. Und damit habe ich ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann, in extremsten Situationen. Vorteile, die Sie zählen können, also wirklich technische Raffinesse der Kamera, Geschwindigkeit, Bildqualität, Auflösung, also testet es mal aus, ob es die Pro-Capture-Funktion ist, wo ihr die menschliche Zeitverzögerung ausgleichen könnt, oder ob es dieses Live-Composite ist, oder die High-Resolution-Funktion und. Testet es wirklich mal selber aus, macht euch selber mal ein paar Bilder und ihr werdet sehen, es macht irre viel Spaß und bringt euch in neue Sphären, was die Fotografie betrifft. Es gibt viele Fotografen, die mit Olympus angefangen haben als Backup-Kamera, weil das Gehäuse als auch die Objektive mit sehr hoher Lichtstärke sehr kompakt sind und noch gut in die Tasche passen, ohne zu viel Gewicht mit sich rumzuschleppen. Aber wir haben sehr, sehr viele, die daraus erwachsen sind und plötzlich nur noch das Olympus-Equipment verwendet haben, weil sie gemerkt haben, da ist eigentlich alles drin, was ich brauche.
Deswegen gibt es von Olympus-Seite auch immer wieder bei Veranstaltungen die Tauschrauschaktion. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, eine neue Kamera zu erwerben, eine Olympus-Kamera zu erwerben oder neues Olympus-Equipment, weil ihr schon eine Kamera habt, dann könnt ihr euer altes digitales Equipment, was ihr nicht mehr verwendet, was nur noch in der Vitrine steht, in Zahlung geben. Olympus sponsert das Ganze ein bisschen, zahlt euch etwas mehr, als der Marktwert es regulär anbieten würde. Und ihr habt die Möglichkeit, dann mit einem Gutschein mit Olympus oder für Olympus Equipment neues Equipment zu erwerben. Damit bietet sich ja wirklich eine sehr einfache Möglichkeit, den Wechsel stattfinden zu lassen und wirklich die Vorzüge von den Olympus-Objektiven, dem Prozessor, also Sensor zu nutzen und die 5-Achsen-Bildstabilität, die in diesem System drin ist, effektiv auszureizen. Also wer mit Olympus schon mal Erfahrung gemacht hat, der weiß, an uns kommt, was Bildstabilisierung betrifft, keiner vorbei. Mit bis zu 7,5 Zeitstufen Kompensation hat man die Möglichkeit, mit Olympus-Kameras zu arbeiten. Ein Beispiel ist, wenn ich die EM1X mit dem 12-100er nutze oder mit dem 300 mm Festbrennweite, dann habe ich diese 7,5 Zeitstufen Option. Das bedeutet, 7,5 mal die Zeit, die ich regulär aus der Hand halten würde, ohne Bewegungsunschärfe, kann ich mal nehmen. Und mein persönlicher Rekord ist vor kurzem aufgestellt, eine 12-sekündige Belichtungszeit ohne Bewegungsunschärfe mit dem 12-100er. Und mit dem 300 mm, was auf der Kamera äquivalent zu Kleinbild dann ein 600 mm abdeckt, war eine halbe Sekunde Verschlusszeit aus der Hand immer noch möglich. Wenn man sich vorstellt, was das plötzlich bedeutet, ich brauche kein Stativ mehr, ich brauche kein ein schweres Rig mehr oder sonstiges, wenn ich filme, ich brauche keinen Gimbal in vielen verschiedenen Situationen. Natürlich gibt es immer Situationen, wo diese Spezialelemente wichtig sind, aber in vielen Situationen ist das mit diesen Kameras gar nicht mehr notwendig. Und damit kann ich plötzlich Aufnahmen machen aus der Hand mit Sekunden. Diese Aufnahme ist aus großer Entfernung entstanden bei sehr wenig Licht. Und ich habe durch die Verschlusszeit von, das waren glaube ich 2 Sekunden, die Möglichkeit gehabt, es trotzdem ohne weiteres aufzunehmen und diese Grundstimmung im Motiv darzustellen, ohne zu sehr in die ISOs zu gehen, ohne zu sehr Aufwand zu betreiben, die Kamera irgendwo stabilisieren zu müssen. Und auch besondere Aufnahmen in der Form. Diese Aufnahme ist hier nachts in der Atacama-Wüste entstanden, wo halt wirklich bewusst mit starken Kontrasten habe ich gearbeitet. Das kann ich in der Kamera über eine Tonwertkorrektur, also eine Gradationskurve einstellen. Und da habe ich den Himmel, der eigentlich noch durch die etwas längere Belichtungszeit sehr hell war, plötzlich in gänzliches Schwarz bringen können, um diese Struktur und dieses fast Mondgestein wirklich sehr schön darstellen zu können. Damit deckt sich einfach die Bandbreite auch extrem ab. Also wenn ihr Spaß haben wollt, wenn ihr kreativ sein wollt und nicht den Aufwand von Rechnern, von irgendwelchen Apps und sonstiges haben wollt, könnt ihr in der Kamera schon so viel umsetzen, dass man nahezu sagen kann, in den Kameras ist fast schon Lightroom eingebaut. Also die Pen F als Beispiel, da ist es so, dass man wirklich eine riesige Bandbreite auch an Farbfiltereffekten selektiv steuern kann. Das heißt, ich kann unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Sättigung definieren und habe die Möglichkeit, mein eigenes Farbprofil auch abzuspeichern und immer wieder abzurufen. Das macht es mir möglich, auch im Videobereich, in 4K zum Beispiel, mit den neueren Kameras wunderbar auch mein Grading direkt in der Kamera zu machen. Ich brauche nicht noch eine Software wie DaVinci Resolve oder sonstiges, sondern ich kann direkt agieren. Und das macht plötzlich Aufnahmen in, ja, besondere Art und Weise möglich, schnelles Liefern von bestimmten Motiven, was ich vor kurzem zum Beispiel für Freunde, die in der Musik unterwegs sind, gemacht habe. Und ich brauche keinen großen Aufwand. Ich muss nicht dem Kunden dann noch einen teuren Rechner in Kosten stellen, den ich gebraucht habe, nur um die Bilder in der Farbe zu korrigieren im Video, sondern ich habe direkt alles vor Ort. Und die Möglichkeit, was die Objektive betrifft, da habt ihr mit Micro Four Third eine riesige Bandbreite. Ob es jetzt die Adapterlösungen sind oder ob es die nativen Objektive von Olympus oder Panasonic sind, da habt ihr eine riesige Bandbreite, mit der ihr wunderschön agieren könnt.
Ihr seht, trotz der Gerüchteküche, Olympus denkt immer noch in die Zukunft, was Objektive betrifft. Alles, was hier orange angezeigt ist, sind Objektive, die noch kommen werden. Das heißt, wir haben noch ein 150-400 mm in der Pro-Kategorie. Das heißt, dieses Objektiv wird innen fokussierend, innen zoomend sein und hat eine 4,5er Lichtstärke, einen Telekonverter eingebaut mit 1,25-fach. Das heißt, ich komme äquivalent zu Kleinbild auf 1000 mm Brennweite, die ich noch aus der Hand nutzen kann. Ich habe die Möglichkeit noch mit einem Objektiv, was vor kurzem vorgestellt worden ist, 8 bis 25 mm mit einer 4er Lichtstärke zu arbeiten. Also ein wunderschönes, super Weitwinkel, ultraleicht wahrscheinlich. Da hat Olympus jetzt vor kurzem mit dem 12-45er schon eine sehr schöne, attraktive Linse auf den Markt gebracht. Und diese 8-25er-Variante wird in ähnliche Sparten gehen. Wir haben noch diverse Telebrennweiten, die rauskommen werden in verschiedensten Bereichen. Deswegen ist das so ein bisschen als Verlauf dargestellt. Ein 100er Makroobjektiv soll noch kommen. Und da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, also um den Rahmen 100, da hat man noch keine genauen Angaben verkündet, aber auch lichtstarke Pro-Objektive werden rauskommen, die ja in die Kategorie der, der 45 mm 1,2 Lichtstärke oder der 25er oder 17 mm 1,2 Lichtstärke arbeiten. Also mit dem 17 mm filme ich gerade oder streame ich gerade hier meinen Beitrag. Also ihr seht, die Bandbreite ist riesig. Also das 100-400er ist jetzt vor kurzem vorgestellt worden, ist jetzt gerade im Handel erhältlich. Wie ihr seht, auch relativ klein für ein 800 mm äquivalent zu Kleinbild. Die Vorteile von Olympus sind da wirklich immens groß und es ist wunderschön leicht zu handhaben. Und wie gesagt, mit einer Einstellgrenze von 1,30 Meter ein traumhaftes Objektiv für Telemakro, für Astrofotografie, für Sportfotografie und Wildlife. Und da habt ihr einfach ein riesiges Spektrum, was auch immer erweitert wird. Nicht nur Olympus produziert Objektive im MLT-System, sondern Panasonic genauso und andere Hersteller. Wir haben derzeit laut meines Wissens um die 160 einzelne nativ mit diesem Bajonett ausgestattete Objektive, wo Lichtstärken von 0,85, 0,95, 1,1, 1,0 sogar gibt es eins und dann halt von 1,2 bis 1,4, 1,8 und Co. Zu erhalten sind. Und wenn man sich dann die kleinen, handlichen, super lichtstarken Objektive anschaut, das ist ein 12 mm 2,0 Lichtstärke, wunderschön für Landschaftsfotografie und für Architekturfotografie. Da hat man einfach ein wunderbares Spektrum, mit dem man agieren kann und mit dem ja jeder Fotograf, ob Profi, ob Amateur oder ambitionierter Amateur, kann einfach Spaß haben und hat ein Equipment, mit dem er immer unterwegs sein kann, ohne ja sich den Rücken kaputt zu machen, ohne einen Rolltree ständig mit sich rumschleppen zu müssen und, und. Also ihr werdet Spaß haben, kann ich euch versprechen. Und die Möglichkeiten sind immens. Ich hoffe, ich habe euch genug Informationen gegeben. Wenn ihr Fragen habt, ich werde mit meinem Kollegen die nächsten Tage auch bei den diversen Hausmessen von Calumet dabei sein. Also Essen, Berlin, Hamburg und Düsseldorf werde ich vor Ort sein. Kommt einfach vorbei, fragt, was ihr fragen möchtet und testet die Systeme mal aus. Ihr werdet wirklich begeistert sein. Ich kann es euch versprechen. So, und ja, wenn die Kollegen noch Lust haben, mit mir zu reden, dann können wir das gerne machen. Ich habe noch 7 Minuten. Oh, okay, dann kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Moment, dann werde ich mal kurz noch ein, zwei Bilder heraussuchen, die euch vielleicht gefallen werden. Wo habe ich dich denn hier? Ich habe eine komplette Fotoserie mit Olympus-Systemen gemacht, die für etwas mehr Furore gesorgt haben, als ich im ersten Moment selber erwartet hatte. Diese Serie nennt sich Augenblicke und ist mit dem wunderschönen 40 bis 150 mm entstanden, mit dem 2er Telekonverter. Und wo habe ich die Augenblicke? So, da Referenzbilder.
Da war ich etwas schneller, als ich selber erwartet habe. So. Okay. Einmal in den anderen Monitor reinziehen. So. Und den noch freigeben für euch. Dann seht ihr Detailaufnahmen von Menschen im Auge von anderen Personen. Also diese Serie mache ich, seitdem das Objektiv mehr oder weniger im Handel zu finden ist. Und es sind Detailaufnahmen, wie ihr seht, direkt in der Kamera so fotografiert, wie ihr es hier seht. Also sofort in Schwarz-Weiß mit dem grobkörnigen Film oder mit dem dramatischen Effekt in Schwarz-Weiß, der, wie gesagt, ja einer meiner Lieblingsfilter ist. Und die Aufnahmen sind direkt so entstanden. Ihr seht mich auch im Hintergrund ein klein wenig aufblitzen. Es gibt einige meiner Kollegen, die diese Serie immer als, ja, du willst gar keine Fotoserie machen, das ist eine Selfie-Serie. Und zufälligerweise sind noch zwei andere Personen involviert. Und die Bandbreite seid riesig. Also ich habe derzeit knapp 2000 Aufnahmen in diesem Stil gemacht. Und das ist durch diese Telemakro-Möglichkeiten der Olympus-Objektive überhaupt möglich geworden. Hätte ich das zum Beispiel mit einem Makro-Objektiv fotografiert, dann wäre ich viel näher an das Motiv rangegangen, hätte aber dann durch meine eigene Anwesenheit den Rest des Motives komplett abgedeckt. Und ich habe mit der Bandbreite hier, mit dem Teleobjektiv 40 bis 150 die Möglichkeit, auf 70 Zentimeter Distanz fokussieren zu können. Und das sogar mit dem Telekonverter. Das ist der MC20, das ist der Zweifach-Telekonverter. Es gibt noch den MC14, 1,4-fach, mit dem ich auch einige dieser Motive gemacht habe. Aber seitdem der MC20 auf dem Markt ist, schwöre ich darauf. Das macht mir dann plötzlich mehr als 600 mm Brennweite, Äquivalent zum Kleinbild, bei einer 5-6er Lichtstärke. Und ich habe die Möglichkeit, trotz dem ich etwas weniger Licht zur Verfügung habe, hier wunderbar in diese Details zu gehen. Also die Aufnahmen, die ihr jetzt gerade seht, sind im Studio entstanden. Im Hintergrund seht ihr noch ein paar, ja, so eine Kette an kleinen Motiven. Das sind 360 der Aufnahmen, die ich vorher schon mit dieser Kamera gemacht habe. Und bei der Veranstaltung, die hier, wo hier die Bilder entstanden sind, hatte ich die als Ausstellung im Hintergrund. Es sind nicht nur Personen, die ich in dieser Form fotografiert habe, sondern auch Landschaften und Objekte in größerer Form. Moment, ich muss gerade schauen. Na, Acrylpresse, da ist noch eine schöne Auswahl an Bildern von dieser Ausstellung gewesen. Und eine der ersten Aufnahmen, die ich auch gemacht habe, um halt wirklich mal diesen Extremwert auszuprobieren, das war mit dem 300 mm auf der Boot vor, na, lass mich nicht lügen, 2017, also vor 3 Jahren. Und da habe ich halt die Projektionsleinwand von einer der Bühnen im Auge einer der Technikerinnen fotografiert. Und hier im Auge des Moderators. Aber ich habe mich bewusst bei den anderen Aufnahmen dagegen entschieden, in den Farbe zu fotografieren, weil häufig die Augenfarbe zu starke Konkurrenz zu dem Motiv ist, was ich fotografiere, oder zu der Person ist, die ich in dem Auge fotografiere. Das war jetzt die Ausstellung im Hintergrund, wie ihr seht. Und es sind 360 Aufnahmen gewesen in 8 Meter Breite. Diese Aufnahme ist allerdings mit einem Handy entstanden, weil ich zu der Zeit im Panoramabereich noch nicht so versiert war. Aber ihr seht schon, es macht schon irre Spaß, das in der Form umzusetzen. Und die Bandbreite an Möglichkeiten ist da riesig. Also kann es nur empfehlen, mal auszuprobieren. Und wo haben wir denn schöne Hallo Martin, darf ich dich Aufnahme? kurz unterbrechen? Hörst du mich? Natürlich. Ich höre dir gerne zu, aber ich muss jetzt leider, ja, ich muss dich leider unterbrechen. Die Zeit ist leider fortgeschritten. Es ist schon 15 Uhr. Okay. Also wie gesagt, ich höre dir gerne zu und ich bin auch ein großer Fan von 40-150, besonders die Gegenlichtblende, die man immer dabei hat und einfach so zack, parat hat. Ja. Und genau, cool. Mehr. Vielen Dank für deinen Beitrag. Gern geschehen.
Ja, was soll ich sagen? Hast du noch eine Frage an Martin? Frage momentan nicht aufgrund des Zeitmangels. Ich würde direkt in die Markenstreams gehen und mich nochmal vielmals bei dir bedanken. Okay, also Martin, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Ja, okay. Und zwar, ja, bitte. Schnappe ich mir das Mikro, wollte ich gerade sagen. Bei den Markenstreams geht es gleich weiter um 15.15 Uhr mit dem Nikon Z-System. Und zwar alle Neuheiten, alle Details von Juliander Enzle. Der wird den Vortrag halten. Und dabei wird er insbesondere auch zum Beispiel auf die Nikon Z5 eingehen. Das ist ja eins der neuen Nikon-Modelle. Und zu erwähnen sei vielleicht noch, dass Juliander Enzle von der Nikon School ist. Um 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr geht es dann um den Photo-Workflow mit den Tools von X-Rite. Das ist ebenfalls ein Color-Management-System und dient dazu, dass man halt auch Monitore kalibriert und besonders farbechte Fotos bekommt, damit die halt nicht durch das Display zum Beispiel verfälscht werden. Und dieser Vortrag wird gehalten von Thomas Adorf. Ja, trägt den Titel, siehst du zu viel Rot? Das soll vielleicht noch zu erwähnen sein. So, das von meiner Seite. Frank, was ist bei dir? Hier auf dem Hauptstream geht es gleich weiter mit einem Beitrag von Sony. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch einmal auf die Seite hinweisen, kalumitfoto.de/Aktionstage. Dort findet ihr alle Aktionen, die in den Filialen stattfinden. Zum Beispiel sind morgen, ich muss es ablesen, es ist zu viel, morgen in Hamburg Sony und Tamron dabei mit der Alpha 7 Serie. Und in Düsseldorf jetzt kommt Canon, Gizzo, Yobi, Lowe Pro, Manfrotto, Novoflex. Also schaut rein. Bitte? Das volle Programm. Das volle Programm, ja, die volle Packung bekommt ihr dort. Schaut rein, das ist spannend. Ja,